Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren, und wir schauen uns heute die neuen coolsten und unglaublichsten Pools der Welt an. Nemo 33. Wenn dieses Video vor 5 oder 6 Jahren gemacht worden wäre, würden wir jetzt Folgendes sagen. Mhm. Vor euch ist der tiefste Pool der Welt. Dieser Satz kommt aber etwas später zum Gebrauch. Jetzt ist es der zweittiefste Pool der Welt. Im Jahr 2014 ist er zu Nummer 2 unter den weltweit tiefsten Pools geworden. Das macht den Pool jedoch nicht weniger überraschend. Das ist Nemo 33. Genau so heißt dieses Tauchzentrum. Es befindet sich in Belgien. Genau genommen in Uccle, eine Gemeinde in der Region Brüssel-Hauptstadt. Alles, was ihr auf dem Bildschirm seht, warum kommt so eine Einblendung jetzt? Das finde ich so creepy, wenn die zwischendurch immer so Einblendungen machen von irgendwelchen Filmen oder so. Hilfe! Hier gibt es 2 große Plattformen in einer Tiefe von mindestens 5 und 10 Metern. Dazu kommen auch noch mehrere künstliche Unterwasserhöhlen hinzu. Im Großen und Ganzen ähnelt der Pool einem Brunnen mit einer Tiefe von 34,5 Metern. Erstaunlich, aber um diesen Koloss zu füllen, braucht man ungefähr 2,5 Millionen Liter Wasser. Zweieinhalb Millionen Liter. Y40 The Deep Joy. Aber warum heißen die alle so komisch? Wie versprochen, der tiefste Pool der Welt. Mhm. Der Pool wurde am 5. Juni 2014 in Italien in der Provinz Padua eröffnet. Der Pool wurde sogar in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Der hat eine unglaubliche Höhe von 42,15 Metern. Wenn ihr der Meinung seid, dass es das Erstaunlichste an diesem Pool ist, dann müssen wir euch enttäuschen. Im Vergleich zu allen anderen Pools ist Y40 The Deep Joy ein wahres Schmuckstück, denn er ist ausschließlich mit Thermalwasser gefüllt. Ja, Italien ist nicht umsonst weltweit für seine Thermalquellen bekannt. Was ist Thermalwasser? Ist das so... Das sind dann so besondere Werte oder wie? Ich glaube, das merkt man nicht mal, oder? Die Größe des Pools beträgt 21 mal 18 Meter. Dabei hat der Pool über 2 unterschiedliche Tiefen. Letztendlich sind nicht alle Menschen so mutig, um in solch einen tiefen Pool zu schwimmen. Mhm. Ach, Dicker! Jetzt sind hier wieder solche Aufnahmen von irgendeinem Hai, der so ein Kind frisst. Ich raste komplett aus! Hängende Gärten von Bali. Ui. Die letzten beiden Pools sind natürlich cool, jedoch schaffen sie es sicherlich nicht, zum Schwimmen zu verführen. Genau aus diesem Grund ist der dritte Pool das Gegenteil von beidem. Und er wird absolut allen gefallen. Um hier schwimmen zu können, müsst ihr euch auf den Weg nach Bali machen und ein Zimmer im Hotel Hängende Gärten buchen. Dieser Pool vermittelt seinen Gästen ein einzigartiges Gefühl, nämlich im Dschungel zu schweben. Die Konstruktion des Pools wird Infinity genannt. Dies bedeutet, dass das darin enthaltene Wasser über den Rand fließt, sobald man das Gefühl hat, dass die Wasseroberfläche keine Grenzen hat. Aber da sind keine Sicherheitsvorkehrung oder wie? Weil zum Beispiel hier vorne könnte man ja theoretisch auf die Poolkante gehen und runterspringen. Ist ja nicht mal ein Geländer oder so. Ich weiß, dass das gerade den Anreiz hat und dass es das in Bali wahrscheinlich auch sonst nicht gibt, aber in Deutschland, also mit dem TÜV hätte sowas niemals gegeben. Playa Rosada. Leiter. Um einen der schönsten Pools der Karibik zu besuchen, müsst ihr das Erholungsgebiet Playa Rosada im Naturschutzgebiet Parguera besuchen. Mhm. Dieser Pool befindet sich mitten im Meer. Dieser Pool muss nicht gefüllt, entleert oder gereinigt werden, denn er ist ganz natürlich. Ein Teil des Wassers wurde mit einem Zaun vom Meer abgegrenzt, sodass das Wasser hier viel ruhiger und sicherer ist. Das ist die perfekte Gelegenheit für Menschen, die schon immer davon geträumt haben, im Meer zu schwimmen, jedoch Angst gehabt haben. Diese Filmszenen braucht kein Mensch. Aber dieser Pool hat mich ein bisschen erinnert an dieses heißes Badeschiff in Berlin. Wir blenden euch hier mal ein Foto ein. Da ist es ja auch so, da bist du quasi in der Spree am Schwimmen, aber irgendwie halt auch nicht. Wir würden euch gerne die technischen Eigenschaften des Pools mitteilen, können dies aber nicht, da sich seine Tiefe ständig ändert. Sie hängt von der Ebbe und Flut ab. Ach lol. Ich dachte, das wäre so, dass quasi an den Seiten, also hier, so ein Zaun unter Wasser ist, so ein Gitter, was so Fische davon abhält und Haie und irgendwie Schmutz und so. Und unten, dass unten irgendwie ein ganz normaler Boden wäre. Aber okay, wenn es wirklich von Ebbe und Flut abhängt, dann... Ja gut, dann ist es ja wie, als würdest du im Meer schwimmen. Pool im Wallhaus. Zunächst müssen wir euch etwas enttäuschen. Denn ach, oh mein Gott, darüber habe ich bei Netflix gesehen. Die außergewöhnlichsten Häuser unserer Zeit oder irgendwie so. Da sind so ein Typ und so eine Frau und die besuchen immer so Leute mit so krassen Häusern. Und die hier, die haben so einen Pool, das ist eine riesige Glaskonstruktion dann drunter. Das ist, glaube ich, in Portugal oder irgendwo.
Tschüss. Dieser Pool befindet sich auf einem Privatgrundstück und ist sogar Teil des Hauses. Das hindert uns jedoch nicht daran, euch diesen Pool zu zeigen. Es gibt in diesem Haus zwei Pools. Und wenn der erste nichts Besonderes ist, so befindet sich der zweite Pool auf dem Dach und hat einen Glasboden. Auf diese Weise gelangt das Sonnenlicht durch das Wasser und wird auf weitere Hauselemente auf bizarre Weise reflektiert. Doch das ist aber noch nicht alles. Da der Poolboden durchsichtig ist, kann man sogar einer Person zuwinken, die sich unten befindet. Wir würden euch noch mehr von diesem Haus erzählen, denn seine Glas-, Holz- und Betonwände können sich bewegen. Lasst uns aber später dazu kommen und ein paar weitere Pools anschauen. Das ist so krass, dieses Haus. Das fand ich richtig cool. Ich finde diese Frau in der Serie, also ihr wisst ja, ich war kurz davor, damals Architektur zu studieren und lieb das halt auch total, das ganze Themengebiet. Aber diese Frau hat mich immer so genervt. Die war die ganze Zeit dann so, ja, ich gehe jetzt mal schwimmen. Oh, ich gehe jetzt mal schwimmen. In jedem Teil geht die im Pool schwimmen. The Jewel. Der nächste Pool ist ein echter Fund für Leute, die es lieben, spektakuläre Bilder für soziale Netzwerke zu machen. Mhm. Och. Es juckt niemanden, was da für Filmszenen sind, Jungs. The Jewel befindet sich in einem Vorort von Dallas, Texas. Genau in der Mitte der Stadt, inmitten der vielen Wolkenkratzer, befindet sich ein 10-stöckiges Gebäude, auf dessen Dach so ein erstaunlicher Pool gebaut wurde. Es ist eine Art Balkon, der 2,5 Meter seitlich aus dem Gebäude herausragt. Mhm. Aus dem Wasser lässt sich das ganze Leben der Stadt beobachten. Das ist doch der beste Balkon der Welt, nicht wahr? Personen, die hier bereits geschwommen sind, sagen, dass man aufgrund der aus Glas bestehenden Poolwand das Gefühl hat, dass man aus dem Gebäude herausschwimmt. Wir haben noch nie in unserem Leben so etwas erlebt. Ja, das ist auch immer krass, diese Infinity-Pools auch, ne? Mit Glas dann da am Ende und so. Ich war mal in Frankfurt in einem Hotel. Ich glaube, das war das Radisson Blue. Das ist ein bisschen außerhalb. Die haben oben auch einen Pool und du schwimmst quasi so auf die Skyline zu. Das Problem ist nur, dass wegen der Luftfeuchtigkeit und so man quasi nie rausgucken kann, weil diese Scheiben und Fenster immer so beschlagen sind. The Arc Vancouver. Die Idee, einen Pool mit einem Glasboden zu errichten, ist nicht neu. Doch den Designern gelingt es jedoch jedes Mal, diese Idee so umzusetzen, dass man einfach wow sagen muss. Errichtet wurde der Pool und das Gebäude vom Unternehmen Concord Pacific. Dieser 30-stöckige Koloss befindet sich in Vancouver an der Ecke von Nelson Street und Expo Boulevard. Informationen über den Pool wurden erst vor wenigen Tagen im Internet veröffentlicht, daher ist das höchstwahrscheinlich das erste Mal, dass ihr davon hört. Es ist eine Art Brücke, die die beiden Türme der Wohnanlage The Arc miteinander verbindet. Die Architekten hatten eine schwierige Aufgabe. Im Großen und Ganzen sehen alle Wolkenkratzer in Vancouver gleich aus. Daher musste ein Gebäude gebaut werden, das sich von allen anderen unterscheiden würde. Was denkt ihr, was daraus geworden ist? Ein origineller Pool in einer Höhe von etwa 60 Metern. Ich finde diese, das hat man ja richtig häufig, so Brücken zwischen Hochhäusern, das finde ich immer ein bisschen unheimlich. Irgendwie, wenn da plötzlich so eine Brücke oder so zwischen zwei so riesigen Türmen sich hin und her schlängelt. Das ist ja auch, ich glaube, in war das? Ich glaube, in München oder so gibt es auch irgendwie so eine Brücke. Auf jeden Fall in Dubai gibt es auch irgendwie so eine. Hatte ich letztens gesehen auf TikTok, dass sie da wieder irgendeinen Rekord gehalten haben. Zwischen zwei so Hochhäusern war so irgendwie so eine Brücke so dazwischen. Das eine war davor, das andere war dahinter oder so. Boah, das finde ich irgendwie, da könnte ich niemals durchlaufen, guten Gewissens. Tolantongo Pools. Was haltet ihr von Pools, an denen kein riesiges Architektenteam gearbeitet hat? Die Natur kann in dieser Hinsicht auch den talentiertesten Menschen einen Vorsprung geben. Die Tolantongo-Höhlen und ihre Pools befinden sich in Mexiko. Diese Perle ist von neugierigen Blicken in den Bergen Sierra de Hidalgo versteckt. Dabei handelt es sich um ein ganzes Wassernetz mit einer Schlucht mit einem warmen Fluss. Dieser Ort wird besonders Menschen gefallen, die etwas Neues entdecken möchten. Die Wassertemperatur beträgt ca. 35 Grad Celsius und wird durch die umliegenden Vulkanberge erwärmt. Das Wasser hat eine gewöhnliche, milchig-türkise Farbe. Das liegt daran, dass es sich dabei um Thermalwasser handelt, das aus unterirdischen Quellen an die Oberfläche kommt. Es enthält eine Vielzahl von... Guck mal, das sieht aus wie Minecraft, ne? Ich weiß nicht, ob ich überall nur noch Minecraft sehe, aber hier diese ganzen einzelnen Blöcke, das ist schon irre. Ich war erst einmal in so Naturbädern, das war auf Madeira. Nee, Teneriffa. Teneriffa war ich, ist eine Nachbarinsel. Da hatten die auch so Vulkanquellen, irgendwie so ein Scheiß. Da war ich auch drin. Also nicht, dass ich danach jetzt irgendwie 10 Jahre jünger aussah oder keine Ahnung, wie mich verändert habe oder so. Aber das war wirklich sehr, sehr schön tatsächlich. Aber also, ich war jetzt noch nie irgendwie in Mexiko oder keine Ahnung, in Italien in so Thermalbädern oder auch so Baden-Baden in so Thermen oder so, weiß ich nicht, ist nicht so mein Fall. Saturnia. Kommen wir schließlich zum letzten Punkt unseres Videos. Und das ist wieder einer von der Natur geschaffener Pool und sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Vor euch sind die Thermalquellen von Saturnia, die sich im Zentrum von Italien befinden. Die Legende besagt,
dass dieser Ort geschaffen wurde, als der Gott Jupiter sich über den Gott Saturn ärgerte und einen Speer auf ihn warf. Er verfehlte ihn und schuf versehentlich einen Ort, an dem erstaunliches Wasser vulkanischen Ursprungs fließt. Wir behaupten natürlich nicht, dass es alles genauso geschehen ist. In jedem Fall ist dieser Ort sehr zu empfehlen. Die Wassertemperatur liegt bei rund 37,5 Grad Celsius. Was? Sie gilt für Menschen als ideal und ist weder kalt noch heiß. Das ist ja unfassbar. Dass die Natur sich einfach denkt, ich mache so eine Quelle jetzt, also dass das jetzt irgendwie zwischen Saturn und Jupiter entstanden ist, bezweifle ich jetzt mal. Aber dass dann einfach so gesagt wird, ja okay, das ist jetzt 37 Grad. Einfach so eine perfekte Temperatur. Naja, es waren auf jeden Fall ein paar interessante Pools mit dabei. Es waren jetzt halt nicht so Pools mit dabei, von wegen ja auf dem 70. Stockwerk eines Hochhauses in Shanghai hat sich ein Milliardär einen Pool gebaut, der bla 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 mit einer riesigen Rutsche. Solche Sachen hätte ich erwartet. Es waren schon tendenziell eher so natürliche Pools und einfach architektonische Highlights. Aber gut, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr im Urlaub eher Team Pool oder Team Strand seid. Pool oder Meer. So, nicht Pool oder Strand. Pool oder Meer. Schreibt das mal unten in den Kommentar. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao.